Wir sind eins. Um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seine Unfehlbarkeit und Glaubwürdigkeit ist es seit einigen Jahren schlecht bestellt. Zum einen wurde die Art der parteiischen Berichterstattung von vielen Zuschauern bemängelt, zum anderen fanden Kritiker den Rundfunkbeitrag als Finanzierungsmethode selbst unverhältnismäßig, schwach begründet oder sogar falsch. Die inhaltliche Nachahmung des privaten Fernsehens und die exzessive Werbepraktik im Öffentlich-Rechtlichen gossen da nur weiteres Öl ins Feuer. Bei all dem wirft sich auch die dringliche Frage auf: Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich unabhängig vom deutschen Staat? Darüber sprachen wir mit dem langjährigen ehemaligen Tagesschau-Redakteur Volker Bräutigam. Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass die Distanz zwischen dem politischen Journalismus auf der einen Seite und den Politikern oder der Regierung auf der anderen viel zu gering ist, um eine auch nur halbwegs objektive Informationsgestaltung sicherzustellen. Außerdem gibt es die prominenten Fälle eines Steffen Seibert, der das ZDF verlässt und zum heute amtierenden Bundesregierungssprecher aufsteigt. Oder Ulrich Wilhelm, der zuerst das Amt des Bundesregierungssprechers bekleidete, nur um anschließend Intendant im Bayerischen Rundfunk und ARD-Vorsitzender zu werden. Es gibt diese sehr enge persönliche Verbindung, aber die allein ist nicht das Problem, sondern die Konstitution ist es, die Konstruktion ist es. Es ist nicht möglich, einen von den politischen Parteien in den Aufsichtsgremien besetzten öffentlich-rechtlichen Rundfunk staatsfern zu halten. Bei einigen der Rundfunkräte liegt der Anteil der Staatsvertreter sogar bei 50%. Auf die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien haben die Rundfunkbeitragszahler keinerlei Einfluss. In der Ära des Internets fand bisher ein Informationsverkehr statt, der dagegen weitestgehend unabhängig von staatlichen Einflüssen funktionierte und pulsierte. Nun kommt aber ein neues Gesetzespapier, das den Rundfunkstaatsvertrag aufs Internet ausweiten soll. Der sogenannte Medienstaatsvertrag. Der Entwurf des Medienstaatsvertrages ist öffentlich einsehbar und wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Rundfunkkommission der Länder den Bürgerinnen und Bürgern zur Diskussion freigegeben. Offiziell soll der Vielfaltsauftrag des Rundfunks auf das World Wide Web gesetzlich ausgeweitet werden. Laut der Medienstaatssekretärin und Leiterin der Rundfunkkommission Heike Raab soll eine der Innovationen sein, dass YouTuber mit mehr als 20.000 Live-Zuschauern nur noch mit einer staatlichen Sendelizenz Programm machen dürfen. Künftig wird es deutlich besser. Wir schaffen zulassungsfreien Rundfunk. Das heißt, wir machen genau ein Angebot für die Let's Player, für die Streamer, dass diejenigen, die unter 20.000 Nutzerinnen und Nutzer haben, hier auch zulassungsfrei eben agieren können. Wenn Frau Raab das sagt, klingt es auch schon viel besser. Aber der deutsche Ökonom Professor Dr. Hanno Beck erklärte uns, wo die Gefahren und Risiken bei dem Medienstaatsvertrag doch liegen könnten. Es gibt bestimmte Ansätze in dem Vertrag, die darauf abzielen, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk sich seine Vormachtstellung jetzt auch ins Internet hebeln kann. Eben zum Beispiel, indem er dann auf bestimmten Plattformen präsent sein, nicht nur darf, sondern auch muss. Und das ist natürlich sehr problematisch. Und da sehen wir halt, die Internetanbieter haben dann natürlich schon Angst davor, dass sie dort durch Regulierung oder durch aufgezwungene Konkurrenz an die Wand gedrückt werden. Das heißt, da besteht durchaus ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Ein Gefahrenpotenzial, das sich womöglich in anderer Form schon im klassischen Rundfunk angekündigt hat. Beck verfolgt nämlich seit einigen Jahren die Verfehlungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und widmete sich in den letzten Jahren auch einer gründlichen Analyse. Wir haben ja mal für eine Forschungsarbeit mal die Skandale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammengestellt. Die sind erheblich, da sind wir selbst ein bisschen erschrocken, was sich da alles tut. Laut der Forschungsarbeit selbst gehören dazu zahlreiche Fälle von Schleichwerbung im Öffentlich-Rechtlichen, erhebliche Nebenverdienste von Moderatoren des Öffentlich-Rechtlichen, die die journalistische Unabhängigkeit der Moderatoren gefährden könnte. Oder, dass ein Chefredakteur des ZDF wohl aus politischen Gründen gekündigt werden kann. Wie zum Beispiel der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender. Ihm wurde 2010 auf Druck des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch der Vertrag nicht verlängert. So soll mit all diesen systemischen Makel nun in unter einem Jahr, also September 2020, der Medienstaatsvertrag als Gesetzeserweiterung des Rundfunkstaatsvertrages verabschiedet werden. Ich glaube eher, dass der Staat in der Medienpolitik sich dahin wandeln sollte,
stärker auf informationelle Hygiene im Internet zu achten. Das heißt also, eingenommen Fakten checken. Das, was teilweise Journalisten jetzt schon in privatwirtschaftliche Initiative tun, dass sie da dorthin gehen und sagen, okay, wir versuchen Fakten zu überprüfen, wir versuchen Fake News aufzudecken. Auch laut Volker Bräutigam seien interne Kontrollverfahren des Rundfunks bisher ineffektiv gewesen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist praktisch ein Machtmittel der Regierungen. Was es bräuchte, wäre eine Art außenstehendes, vom Rundfunk, von der Rundfunkanstalt unabhängiges Mediengerichtsverfahren, das möglichst aktuell und möglichst direkt auf Programmfehler reagieren könnte. Solche Vorschläge soll es im neuen Medienstaatsvertrag nicht geben. Wer also glaubt, dass das geplante Gesetzespapier dem dient, alle Schwächen des bisherigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszumerzen, hofft umsonst. So wie Beck als auch Bräutigam unterstreichen, dass eine wahrlich neutrale Instanz, die annähernd eine objektive und wissenschaftliche Methode bei der Kontrolle des Programms sicherstellt, bei den öffentlich-rechtlichen zurzeit fehlt. Wir gingen nach Leipzig, um auch vom Kommunikationswissenschaftler Professor Dr. Michael Mayen eine Einschätzung der problematischen Beziehungen zwischen Staat und Medien zu bekommen. Was wir aber, glaube ich, festhalten müssen, ist, dass jeder Staat ein Interesse hat, zu kontrollieren, was in der Öffentlichkeit gesagt wird. Öffentlichkeit wird als bedrohlich angesehen. Natürlich schlägt das Imperium zurück, nicht nur mit dem Medienstaatsvertrag. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erlebt. Wir erleben Kampagnen gegen Fake News. Wir erleben Kampagnen gegen Hate Speech im Netz. Das alles dient dazu, das Informations- und Meinungsmonopol, was die traditionellen Medien lange hatten, was aufgebrochen worden ist durch andere Angebote im Internet, wiederherzustellen. Ich möchte alternative Angebote delegitimieren als mächtiger, um meinen eigenen Angeboten mehr Glaubwürdigkeit, mehr Reichweite, mehr Relevanz zu verschaffen. Der Autor von Breaking News, Die Welt im Ausnahmezustand, wie uns die Medien regieren, sieht fürs Erste keine Änderung zum Besseren. Hier in Westeuropa hat man sich eher entschieden, dem Journalismus eine Berufsideologie zu verpassen, die Selektion verschleiert. Objektivität, Neutralität, Ausgewogenheit, Distanz, und sorgt über andere Kanäle dafür, dass in der Öffentlichkeit nichts passiert, was den Mächtigen gefährlich werden könnte. Ein Weg ist Journalistenausbildung, der Staat zahlt Journalistenausbildung, Universitäten werden gezahlt. Wer von Universitäten kommt, hat erstmal eine gewisse Dankbarkeit gegenüber dem Staat, wird jetzt nicht so leicht anfangen, Herrschaftsverhältnisse in Frage zu stellen. Und so häufen sich die Fälle staatlichen Druckes auf den offiziell unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter. Am Ende geht aber die eigentliche Kontroverse sogar tiefer, nämlich durch das Herz des europäischen Staatsverständnisses und den Medien als der vierten Gewalt. In einer Gesellschaft, die sich plakativ auf Presse- und Meinungsfreiheit stützt, sollte ausgerechnet der Staat so wenig Regulierung des freien Marktes der Ideen zulassen wie möglich. Am Horizont der nicht weit entfernten Zukunft ist aber genau das Gegenteil zu erkennen.